Herzlich willkommen zu diesem Tutorial. In diesem Video wollen wir zusammen die Software Archon OPC Server UA installieren und einrichten. Der Archon OPC Server UA ermöglicht die Anbindung von Siemens SPSen an das UA-Protokoll. Unterstützt werden die SPS-Typen S7200, S7500 sowie S7300 und 400. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung vollständig durch und stimmen der Vereinbarung zu, um fortzufahren. Wählen Sie Ihren gewünschten Speicherort. Für dieses Tutorial belassen wir es bei dem vorgegebenen Installationspfad. Der Archon OPC Server UA besteht aus vier Komponenten. Der Archon OPC Server UA verbindet sich zu den Geräten und stellt Variablen über das OPC UA-Protokoll bereit. Die Anwendung läuft als Windows-Dienst. Der Serverkonfigurator dient zur Konfiguration der Endpoints. Zusätzlich können Sie damit die Zertifikate und die Zugangsberechtigung verwalten. Diese Anwendung befindet sich nach der Installation im Windows System Tray Bereich. Der Address Space Konfigurator dient zur Konfiguration der Geräte und der Variablen. Zur Fernkonfiguration über TCP/IP kann der Address Space Konfigurator auch auf einem zusätzlichen PC installiert werden. Der Archon License Manager ist ein Tool zum Aktivieren und Updaten von Lizenzen. Wählen Sie nun die Komponenten aus, die Sie installieren möchten. In unserem Beispiel wählen wir alle Komponenten aus. Als nächstes müssen Sie Ihre gewünschte UA-Sicherheitseinstellung auswählen. Wenn Sie Standard und hohe Sicherheitsanforderungen wählen, wird die Verbindung zwischen OPC UA Server und UA Client verschlüsselt. Wenn Sie keine Sicherheitsanforderung auswählen, erfolgt keine Verschlüsselung der Verbindung. Wenn Sie die Komponente Server installieren, müssen Sie einen TCP/IP-Port für den Server freigeben. Das Setup zeigt Ihnen an, falls der Standardport 4840 bereits belegt ist. In diesem Fall tragen Sie bitte einen gültigen Port in das Feld ein. Um später eine Verbindung vom Address Space Konfigurator zu dem Server herzustellen, muss als nächstes ein Passwort für den Benutzer ConfigAdmin festgelegt werden. Wählen Sie dafür ein sicheres Passwort und notieren es sich. Im Setup erhalten Sie bereits Tipps, auf die wir später im Video eingehen. Zum Schluss können Sie sich im Setup die Server-Endpoint-URL in die Zwischenablage kopieren. Der Server-Konfigurator befindet sich im Windows System Tray. Wenn Sie wollen, können Sie ihn per Drag and Drop in die Taskbar legen. Den Server-Konfigurator werden wir später verwenden, um den Client-Zertifikaten zu vertrauen. Nun legen wir ein Projekt im Address Space Konfigurator an. Als nächstes folgen wir den Schritten, die im Schnellstartbereich markiert sind. Geben Sie Ihrem Projekt einen Namen und wählen Sie den Speicherort für Ihr Projekt aus. Als nächstes fügen Sie ein Gerät hinzu. Wählen Sie den Typ Ihrer SPS aus und tragen deren IP ein. In diesem Beispiel verwenden wir eine S7500 SPS. Testen Sie nun, ob eine Verbindung zu der SPS aufgebaut werden kann. Dieser Test ist nur möglich, wenn der Address Space Konfigurator und die SPS sich im gleichen Netzwerk befinden. Konfigurieren Sie als nächstes die Address Space Variablen. Laden Sie dazu unter Datenquelle die Symbole Ihrer SPS. Sie können nun entweder einzelne Variablen oder alle Variablen dem Address Space hinzufügen. Wenn Sie fertig sind, bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK. Verbinden Sie sich nun mit dem Server, um das Projekt zu übertragen. Wenn alle Komponenten des Archon OPC Server UA auf demselben PC installiert worden sind, wird die Endpoint-URL bereits eingetragen. Sie können die aktuelle Endpoint-URL jederzeit über das Server-Konfigurator-Tray-Icon-Menü kopieren. Für die Verbindung ist ein Benutzer mit der Rolle ConfigAdmin nötig. In das Passwortfeld tragen Sie nun das Passwort ein, das Sie im Setup festgelegt haben.
Als nächstes speichern wir das Projekt und übertragen es auf den Server. Nun wechseln wir zum UA Expert, den wir als UA Client verwenden. Fügen Sie den Server hinzu. Der Server befindet sich nach der Installation mit Standardport 4840 unter Discovery Local. Wählen Sie Ihre bevorzugte Sicherheitseinstellung aus. Als Authentifizierungstyp verwenden wir Anonym. Drücken Sie auf OK und vertrauen Sie dem Acorn OPC Server UA Zertifikat. Damit eine Verbindung zum Server aufgebaut werden kann, muss als nächstes dem Zertifikat des UA Expert auf Serverseite vertraut werden. Öffnen Sie dazu den Serverkonfigurator über das Tray-Icon-Menü. Klicken Sie auf den Button Ein nicht vertrauenswürdiges Client-Zertifikat, um zu den Zertifikatseinstellungen zu gelangen. Wählen Sie das Zertifikat aus der Untrusted-Liste aus und verschieben Sie es in die Trusted-Liste. Nachdem das Client-Zertifikat auf die Trusted-Liste gesetzt wurde, können Sie nun die gewünschten Variablen über UA-Expert lesen.